Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zur nächsten Veranstaltung im Rahmen der Vortrags- und Diskussionsreihe Häuser aus Glas, Polen und Europas Ringen um die Moderne im 20. Jahrhundert. Mein Name ist Małgorzata Jędrzejczyk, ich bin Kuratorin und Kunsthistorikerin, und am Pileckie-Institut in Berlin bin ich für das Programm Exercising Modernity zuständig. Heute ist der 8. Juli, also wir sind schon am Anfang der Sommerferien. Das heißt, dass die heutige Veranstaltung die letzte vor der Sommerpause ist. Wir hoffen aber im Herbst ein neues spannendes Programm zur Geschichte der Moderne, der architektonischen Moderne in Polen anbieten zu können. Heute unser Gast ist Dorota Leśniak-Rychlak, die einen Vortrag zur Geschichte der Architektur in Polen halten wird. Der Vortrag wird sich fokussieren auf das Schaffen, auf das Werk von Adolf Szyszko-Bohusz. Der Titel des Vortrags lautet Monumentales Gestalten, Adolf Szyszko-Bohusz und die Staatsarchitektur. Dorota Leśniak-Rychlak, unser Gast, ist Chefredakteurin der Vierteljahresschrift Autoportrait sowie Gründerin und Vorstandsvorsitzende der NGO Institut Architektur in Kraków. Sie war Kuratorin und Mitkuratorin der zahlreichen Ausstellungen, unter anderem der Ausstellung Figuren niemożliwe, unmögliche Figuren, gezeigt im polnischen Pavillon auf der 14. Biennale, Architekturbiennale in Venedig in 2014. Sie war auch Kuratorin der Ausstellung Endlich im eigenen Haus, das polnische Haus in Transformation, gezeigt im Rahmen des Festivals Warszawa w Budowie. Diese Ausstellung zu sehen war im Museum für moderne Kunst in Warschau. Dorota Leśniak-Rychlak ist auch Impulsgeberin und Initiatorin sowie Redakteurin wichtiger Bücher zur Publikation zur Architekturgeschichte, zur Architekturtheorie, Architekturpraxis. Unter anderem, sie war Mitherausgeberin der polnischen Fassungen von Peter Zumthor Architekturdenken, Johanni Palasma Die Augen der Haut, sowie ebenfalls Johanni Palasma Die denkende Hand. Sie war auch Redaktorin des Sammelbandes Texte Modernismu, Anthologia polskiej Theorii Krytyki Architektonicznej 1918-1981, also in Übersetzung, in deutsche Übersetzung, Texte des Modernismus, Anthologie der polnischen Architekturtheorie und Architekturkritik 1918, 1981. Liebe Dorota, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute mit uns bist. Und ja, ich bin schon gespannt auf den Vortrag, auf deine Neuinterpretation auch von der Geschichte der polnischen Moderne und auf diesen Bogen, den du spannen wirst zwischen der Geschichte der modernen Architektur und auch der Gegenwart. Nach dem Vortrag werden Sie natürlich auch die Möglichkeit haben, die Fragen an unseren Gast zu stellen. Die Fragen schreiben Sie einfach in der Q&A-Sektion, in der Fragen- und Antworten-Sektion unten auf Ihrem Zoom-Fenster. Und wir werden die Fragen vorlesen und an unseren Gast stellen. Der Vortrag wird ins Deutsche von Karolina Golimowska übersetzt. Die technische Betreuung verdanken wir wie immer eigentlich Patrick Szostak und Marek Kowalczyk. Und an dieser Stelle würde ich gerne schon das Wort an Dorota Leśniak-Rychlak übergeben und Ihnen einen spannenden Vortrag wünschen. Evening. Thank you very much. Thank you, Vielen Dank. Vielen Dank, Małgosia Jędrzejczyk. Und vielen Dank an das Pileckie-Institut für die sehr freundliche Einladung zu diesem interessanten Zyklus, der sich mit dem breiten Sinn der Moderne befasst. Wie Małgorzata bereits erwähnt hat, arbeite ich als Redakteurin der Zeitschrift Autoportrait, sich mit dem Raum als kulturellem Phänomen befasst und auch als Kuratorin von Architekturausstellungen. Das zeigt, dass Architektur mich hauptsächlich im Zusammenhang mit sozialen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen interessiert. Ich möchte jedoch betonen, dass ich kein Experte für die Architektur der Zwischenkriegszeit bin,
wie zum Beispiel mein Kollege von der gleichen Stiftung vom Institut, Michał Wiśniewski, der auch der Autor der Monographie des Architekten ist. Daher möchte ich Sie bitten, meinen Vortrag eher als eine Reflexion über die Probleme der Entwürfe von Adolf Szyszko-Bochusz und deren Bezug zur zeitgenössischen polnischen Moderne zu betrachten. Genau, die Beziehung zu zeitgenössischen Moderne in Polen. Ich finde, die beiden sind sehr stark miteinander verbunden und es gibt viele Parallelen. Mein Vortrag wird sich aus zwei Teilen zusammensetzen. Ich möchte zuerst über die Arbeit von Adolf Szyszko-Bochusz sprechen, dem polnischen Architekten der Zwischenkriegszeit, der auch auf dem Gebiet der Konservierung sehr stark war. Und ich möchte einige seiner in der Tradition verwurzelten Entwürfe und seine Interpretation des Modernismus und Entwürfen, die sich auf Machtinstitutionen beziehen, vorstellen, da er ziemlich viel Einfluss hatte in dem Bereich. Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich die Arbeit diskutieren, die wir, das wird so etwas Selbstreferenzielles sein, die Arbeit, die wir als kuratorisches Team aus Krakau, aus einer Krakauer NGO, wir nennen uns Institute of Architecture und existieren seit 2011. Und wir haben diese Arbeit auf der 14. Internationalen Architekturbiennale vorgestellt, kuratiert vom Rem Koolhaas 2014. Eine Installation, die wir als kuratorisches Team zusammen mit dem Künstler Jakub Wojnarowski vorgeschlagen haben, trug den Titel Impossible Objects und widmete sich natürlich und vor allem der Unmöglichkeit der polnischen Moderne und der Arbeit von Adolf Szyszko-Bochusz. Es ging um die Unmöglichkeit der polnischen Moderne, aber auch um die Widersprüche, die die modernistischen Projekte in die Projekte eingeschrieben sind. Ich möchte diese Themen diskutieren und ihre zeitgenössische Bedeutung aufzeigen. Ich werde mich auch auf andere Ausstellungen beziehen. Also lassen Sie mich jetzt meine Folien zeigen. Also der Titel Denkmäler entwerfen, monumentales Gestalten, ein Vortrag über Adolf Szyszko-Bochusz. Das sind Fotos von einigen Ausstellungen, die wir kuratiert haben seit 2014. Die erste Ausstellung Architecture of Modernism in Krakau, dann die Biennale in Venedig. Und eine Ausstellung in einer Galerie Zachęta in Warschau und hier Fotos aus einer anderen Ausstellung, Designer Exhibition und hier der polnische Pavillon auf der Venedig Biennale 2014. Impossible Objects hieß die Ausstellung. Sie sehen, das ist die Corpora Domiunt, darüber werde ich später auch noch erzählen. Und das Letzte, was wir zu Szyszko-Bochusz gezeigt haben, ist Corpora Domiunt, etwas, was wir eine kleine Ausstellung in einer kleinen Galerie in Krakau gezeigt haben. Hier haben wir wieder mit Wojnarowski kollaboriert, zusammengearbeitet. Also lassen Sie mich bitte mit drei Zitaten beginnen. Und diese Zitate, also zwei, kommen von unserem Protagonisten hier. Aber das erste Zitat ist von Louis Sert, Ferdinand Leger und Gideon.
haben die neun Punkte zur Monumentalität 1943 veröffentlicht und sie schreiben wie folgt. Jede vergangene Periode, die ein wirkliches kulturelles Leben prägte, hatte die Macht und die Fähigkeit, diese Symbole zu schaffen. Denkmäler sind also nur möglich in Perioden, in denen ein vereinigtes Bewusstsein und eine vereinigende Kultur existiert. Perioden, die zurzeit existieren, sind nicht in der Lage, dauerhafte Denkmäler zu schaffen. Das war also der Zitat. Und Zitate aus zwei Artikeln von Adolf Šiško-Bohuš 1910 und 1911, also der Anfang seiner Karriere. Erster Zitat aus dem Artikel über die Bedeutung der Tradition in der Architektur von heute. Zitat: Wir wollen nur unterstreichen, wie schwierig und gefährlich der Beruf des Denkmalpflegers ist, von dem wir zwei scheinbar widersprüchliche Forderungen stellen. Zum einen die Aufgabe des eigenen Schaffendrangs im Einzelfall, der ihn daran hindern soll, den antiken Charakter der historischen Gebäude zu modernisieren, und zum anderen eine ehrliche Kunstfertigkeit im Begreifen und Wahrnehmen der Details, die ausgefüllt werden müssen, als absolute Notwendigkeit. Der Künstler-Konservator sollte sich diesen Details nicht nur mit dem Zirkel und dem Winkelmaß eines gewöhnlichen Zeichners nähern, sondern mit dem gleichen künstlerischen Gefühl, das höchstwahrscheinlich aus den alten, auch die alten Meister geprägt hat. Das heißt, Antike ist ein Bezugspunkt für seine eigene Arbeit und beschreibt die Bedeutung für die moderne Kunst. Und ein anderes Zitat aus dem Artikel, also die Bedeutung der Tradition in Architektur von heute, und das ist etwas Modernes, etwas Zeitgenössisches, worauf er sich hier bezieht. Und er schreibt: Nicht die banale Nachahmung von Formen, die es hier und da in den polnischen Ländern gibt, ohne sie zu vergrößern, ohne zu verkleinern, sondern eine völlige Umgestaltung dieser Formen in der eigenen Fantasie. Das heißt, man sieht genau, was er meint, also Formen in der eigenen Fantasie. Und die Ableitung einer Synthese daraus kann uns eine neue Architektur ermöglichen. Wir müssen danach streben, dass unsere Gebäude alle positiven Eigenschaften der alten haben. Eine Seele, Vertrautheit, Einfachheit, Logik der Komposition, manchmal auch den Reichtum der Dekoration, manchmal ein ruhiges Zusammenspiel der Flugzeuge, vor allem immer aber die polnische Seele. Möge die ständige Gemeinschaft mit diesen historischen Gebäuden uns davor schützen, uns Manierismen anzuzeigen, und die Renaissance unserer Architektur kommt vielleicht früher, als wir uns vorgestellt haben. Zitat Ende. Und diese Zitate zeigen sehr deutlich die Beziehung von Šiško-Bohuš zur architektonischen Tradition. Seine Gedanken gründen sehr stark auf dem oder basieren sehr stark auf dem Gedanken der Kontinuität und nicht des Bruchs. Und auch seine Hingabe an die Erinnerung sowie sein Verständnis von Denkmalpflege von Anfang an seiner Karriere. Hier sieht man unseren heutigen Protagonisten, und ich würde gerne Ihnen Monumente zeigen und würde gerne ein kritisches Lesen vorschlagen. Und um jetzt für die heutige Vorlesung das Wort Monument zu definieren, würde ich gerne drei Definitionen vorschlagen. Erstens sind Denkmäler verstanden als Zeugen der Vergangenheit, historische Gebäude also, und der Akt ihrer Erhaltung, Veränderung, Renovierung, was man auch im politischen Sinne betrachten kann, als Resultat von kulturell-politischen Entscheidungen oder Ideologien, die sich dahinter verstecken. Zweite Definition: Monumente, Denkmäler als Werkzeuge des Gedächtnisses oder der ideologischen Bildung, also neue Konstruktionen mit starkem symbolischen Hintergrund, oft in Verbindung mit nationaler Ideologie. Das können sowohl Gebäude als Denkmäler sein.
Und dritte Kategorie, Monument als Zeichen der Erinnerung an eine Person oder ein Ereignis, eine offizielle Statue oder ein Grabmal. Oft erinnern diese Monumente in dem Fall an einen Helden, dessen Begräbnis in der Zwischenkriegszeit zu politischen Manifestationen wurden. Und Shishko Bochusch leistete auf all diesen Gebieten einen wichtigen Beitrag. Das heißt, wenn wir von Moderne sprechen, dann müssen wir natürlich Moderne von Modernität abgrenzen. Und oft sehen wir aber auch Zusammenhänge. Und Modernismus ist nicht ganz genau das Gleiche wie Moderne. Und das ist etwas, was auf der Biennale gezeigt wurde in unserer Arbeit. Erstens wollten wir zeigen Nationen als ein relativ modernes Konzept, und das ist wichtig für das Lesen dieser Arbeit. Wie Benedikt Anderson schrieb über die imaginierte Gemeinschaft, Zitat, nationale Identität wäre theoretisch denkbar gewesen, aber es war nicht möglich, sie unabhängig von den historischen, kulturellen, sprachlichen und sozialen Umständen zu konstruieren. Und im polnischen Fall war das sozusagen eine Doppelung. Im 19. Jahrhundert existierte Polen als Staat nicht. Das war also diese Doppelung der Bedeutlichkeit hier. Und natürlich auch große Aufwände, diese kumulative Imagination, Vorstellungskraft, die für alle zugänglich wäre, zu erschaffen, und auch eine Erinnerung. Im Hinblick auf die Restaurierung, aber auch die Schaffung einer gemeinsamen Erinnerung als solche, möchte ich mich auf den Entwurf von Shishko Bochusch für das Wawelschloss und das Schloss in Warschau beziehen. Und ich würde auch gerne seine Teilnahme an Denkmälern zeigen, an zwei Beispielen, das von Piłsudski in Olandry und ein Schloss in Wisła. Er hat Denkmäler von Gräbern entworfen, Denkmal für Josef Bem, Grab des Nationalheldes Słowacki, und aber auch Zeremonien als Feier der Nation mit Skandal, der die Beerdigung von Piłsudski begleitete. Und was ist wichtig, ist auch die Vorstellung von Monumentalität, die sich in der architektonischen Form ausdrückt, irgendwie vielleicht im Spannungsfeld, dann noch nicht zu der Moderne. Da sie Verweise auf die oft antike Vergangenheit und einen großen Maßstab erfordert. Und das ist etwas, was die Bezeichnung, was der Bezeichnung widerspricht. Dies kann auch durch die Verbundenheit mit dem Stein, die Beziehung zum Material, die Verwendung von Bautechniken, die in der Tradition begründet sind, zum Ausdruck gebracht werden. In den Arbeiten von Shishko Bochusch werden wir keine sozial engagierte Moderne finden, wie sie die sozialistischen Architekten in Warschau wie Sirkus oder Brukalski bilden, sondern den Stil als eines der vielen möglichen Kostüme adaptieren, Kostüme der Moderne, die sich auf die Architektur des 19. Jahrhunderts beziehen könnten. Etwas, was vielleicht populär oder in war. Und wie bereits erwähnt, sehen wir keine modernistischen Brüche in seiner Arbeit, eher so einen modischen Stil. Das ist hier ein Beispiel dafür. Dom Plastikow, Haus des Vereins von Künstlern in Krakau. Und das ist ein Beispiel, das sehr nah dem Bauhaus steht. Und zurück zu Shishko Bochusch und wie prominent er war.
Und die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war die Zeit mehrerer neuer Nationen, die vor allem nach dem Fall des österreichisch-ungarischen Imperiums auftraten. Und es bestand ein sehr starkes Bedürfnis, die Idee einer Nation zu theoretisieren und ihre Denkmäler und Zeremonien zu orchestrieren. Und diesem Bedürfnis wurde mit dem gemeinsamen Wunsch der Architekten entsprochen, große Pläne zu schaffen, imposante Gebäude zu errichten und die Modernität der Staaten, für die sie arbeiteten, zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund ist die Karriere von Šiško Bohuš nicht überraschend, aber sie ist angesichts des Umfangs und der Bedeutung der von ihm vorbereiteten Entwürfe immer noch recht außergewöhnlich. In seiner Karriere wurde er als Adolf Šiško Bohuš genannt, also Adolf Alles Bohuš sozusagen. Šiško heißt alles auf Polnisch. Er wurde 1883 geboren, wurde in der Tradition der Beaux-Arts an der Akademie der Schönen Künste in Petersburg ausgebildet. Und Polen existierte, wie gesagt, zur Zeit seiner Jugend nicht. Als Staat war aufgeteilt Preußen, Russland und Österreich, Ungarn, und seine Verwandten lebten im russischen Teil. Er war ein sehr begabter Student und begann sehr bald mit einer Kommission zusammenzuarbeiten, die sich mit der Denkmalpflege beschäftigte und Zeichnungen von historischen Kirchen, Synagogen und Schlössern beschäftigte. Als Mitglied der Werkstatt von L'Anti Benoit in St. Petersburg und auch mit dem späteren sozialistisch-realistischen Architekten F. Rudnev. Er war in der klassizistischen Architektur verwurzelt, aber er war auch offen für die vielfältigen Idiome der lokalen Architektur. Im Jahr 1910 zog er nach Krakau, was gar nicht so selbstverständlich war für jemanden, der im russischen Teil aufgewachsen war. Und dort hat er gründet ein eigenes Büro und hat eine Stelle an der Akademie der Schönen Künste bekommen. Zwei Jahre später, 1912, zog er nach Lemberg, Lviv, wo er an der dortigen Polytechnischen Hochschule in der Abteilung für modernes Design, Architektur lehrte. Hier sieht man ein Plakat und den Entwurf eines Plans für eine Ausstellung, organisiert in Krakau durch einen Kreis von Architekten, und Šiško Bohuš war wahrscheinlich der jüngste Architekt, der an dieser Ausstellung beteiligt war. Was ziemlich interessant war, also die Skala war ziemlich interessant, denn was gezeigt wurde, waren Modellentwürfe, aber in einer realen Skala von Häusern für diverse sozialen Schichten der Gesellschaft. Und Šiško Bohuš hat für Arbeiterhäuser entworfen. Man sieht heute diese bescheidenen Konstruktionen. Hier sieht man ein Eingangspavillon, entworfen bei Josef Tschaikowski, gezeigt ebenfalls auf der Ausstellung in Krakau. Und dann kam der sehr wichtige Punkt in seiner Karriere, denn während des Ersten Weltkrieges hat er sich entschieden, oder es wurde entschieden, dass er der polnischen Legion unter dem Kommando von Józef Piłsudski eingetreten war und an der polnischen Front kämpfte. Und dann auf Antrag der Lemberger Polytechniker wurde er aus der Armee entlassen und nach Lemberg zurückgeschickt. Doch schon bald wurde er zum Direktor für die Restaurierung des Wawelschlosses berufen, eine Position, die er über 30 Jahre lang inne hatte. Er war auf mehreren Gebieten sehr aktiv in seiner eigenen Praxis, in der er über 100 Entwürfe anfertigte als Restaurator. Er arbeitete am Wawelschloss in Krakau
Und auch war er ein sehr etablierter Architekturlehrer an mehreren Universitäten und Chefredakteur der Krakauer, sehr bedeutenden Krakauer Architekturzeitschrift Architekt. Als wir als Team mit der Arbeit an Šiško Bohuš begannen, wollten wir ihn als Modernisten sehen und die für das Nationalmuseum in Krakau 2013, hier ist meine Folie dazu, also die Ausstellung im Nationalmuseum in Krakau 2013 mit dem Titel Reaktion auf den Modernismus. Da haben wir uns bezogen auf das Buch von Jeffrey Helf, Reaktion auf den Modernismus. Und das war Bezeichnung von Jeffrey Helf eben entworfen. Und es ging darum, dass wir als Staat moderne Technologien gekauft haben, um liberale Werte zu und liberale demokratischen Werte zu verwirklichen. Und auf eine Art und Weise war das für uns angemessen, um irgendwie diese Bezeichnung zu Bohuš, zu Šiško Bohuš anzuwenden, da er Architekt von Piłsudski war. Und auch nach dem Coup d'État wurde er zu einem Semidiktator, mehr oder weniger. Und vorhin meinte ich noch, dass ich eben diese Einstellung auch bei der Nazi-Architektur präsent gemacht hat. Doch schon bald konzentrierten wir uns mehr auf seine Beziehung zur Tradition und die Schaffung einer gemeinsamen nationalen Vorstellung in der Zeit der Zweiten Republik Polen. Und dies wurde mehr in der zweiten Ausstellung in der Zachęta Nationalen Galerie in Warschau 2014 präsentiert. Und hier sieht man, dass er sich mit dem Wawelhügel und Schloss beschäftigte als Architekt und Restaurator. Und hier merkt man auch, dass es nicht nur um die imaginäre Sphäre ging. 1905 übergab das österreichische Bundesheer die historischen Gebäude des Königsschlosses Wawel an die Behörden des Königsreichs Galizien und Londomerien. Bald darauf begann die Arbeiten mit dem Ziel, Zámek, das Schloss, zu seiner eigentlichen Funktion als königliche Residenz und Museum zu bringen, denn er war ziemlich in keinem richtig guten Zustand. Und gleichzeitig mit den Restaurierungsarbeiten unter der Leitung von Zygmunt Händel zwischen 1904 und 1906, Stanisław Wyspiański und Władysław Jagielski entwickelten das Konzept der Akropolis für den Wawelhügel, also eine neo-renaissanceartige Struktur. Es war ein Entwurf mit einem sehr speziellen Ziel, das Leben der Nation an ihrem historischen Ort wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und in ihrem eher pathetischen Konzept sahen sie den Bau von Neorenaissance-Gebäuden mit massiver Kuppel an der Westseite des Hügels vor. Das sieht man hier. Die politische, kulturelle und religiöse Funktion erfüllen sollten. Diese Vision wurde zwar nie verwirklicht, bestimmte aber die Richtung der Arbeiten auf dem Wawel für viele Jahre. Also als Šiško Bohuš zum Direktor der Schlossrestaurierung gewählt wurde und seine dortigen Arbeiten das heutige Erscheinungsbild des Schlosses geprägt haben, das war ja 1916, und das heißt, in dem gemeinsamen Gemeinschaftserinnerung der oder dem der Gemeinschaftsvorstellung der Polen ist genau Šiško Bohuš' Entwurf von Wawel. Also was er in der Zwischenkriegszeit gemacht hat, war, er leitete die Arbeiten, die auf die Wiederherstellung der königlichen Gemächer und die Anpassung des Gebäudes für die Zwecke eines Museums und einer Residenz für das Staatsoberhaupt abzielten. Šiško Bohuš fungierte als Architekt und Konservator, aber er initiierte auch die nationale Aktion der Geldsammlung,
die es ermöglichte, die Arbeiten auf dem Wawel fortzusetzen. Während des Zweiten Weltkrieges verließ er das Schloss nicht, sondern er arbeitete dort immer noch als Assistent deutscher Architekten. Mit Hans Frank arbeitete er zu der Zeit. Seine Tätigkeit, die er mit Wissen und Zustimmung der geheimen Behörden ausübte, ermöglichte es, die von Hitlers Armee eingeleiteten Veränderungen zu verfolgen. Nach dem Krieg übernahm Szyszko-Bohusz erneut die Position des Direktors für Restaurierung, wurde aber auch der Kollaboration mit den Nazis beschuldigt. Obwohl er von dieser Beschuldigung freigesprochen wurde, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand ernsthaft und er starb 3 Jahre nach dem Kriegsende 1948. In den über 30 Jahren seiner Arbeit auf dem Wawel bereitete Szyszko-Bohusz 4 Architekturprojekte vor, Pläne für eine umfassende Erschließung des Wawelhügels. Ziemlich auffallend ist, wie bereits erwähnt, ist, dass die zeitgenössische Form des Denkmals, die jedes Kind in Polen kennt, größtenteils von unserem Protagonisten hier geschaffen wurde. Aber ich möchte auch über Entwürfe sprechen, die vielleicht zum Glück nicht ausgeführt hat, zum Beispiel das Pantheon. Hier sieht man also die Idee, die zuerst bei Wyspiański vorgeschlagen wurde. Wir haben also nochmal diese Beziehung zur Antike. Akropolis, hier der Pantheon. Und wie erwähnt, die neu gewonnene Unabhängigkeit Polens wurde zum Anstoß, ein neues Konzept zu entwickeln. Der Wawel wurde als repräsentatives Gebäude der Republik bestimmt, während Szyszko-Bohusz bereits 1919 diesen Plan des Pantheons entwickelte, der es ermöglichte, große Staatsveranstaltungen und religiöse Feste zu beherbergen. Das neue Konzept sah eine ziemlich radikale Umgestaltung des königlichen Hügels vor, wobei nicht so radikal wie bei Wyspiański, verbunden mit dem Abriss der Gebäude des österreichischen Lazaretts, die durch den Campo Santo ersetzt werden sollten, wie Szyszko-Bohusz bezeichnet hat, einen großen fünfeckigen Hof, der im Westen und Süden von 2-geschossigen Arkaden umgeben war, ersetzt werden sollte. Man sieht genau hier auf dem Plan, wie das ausgesehen hat, die Terrassen. Also, was Szyszko-Bohusz hier entwerfen wollte, war eine riesige Bühne für staatliche und religiöse Events. Und das Niveau des Hofes sollte abgesenkt werden und er sollte über eine große Treppe betreten werden. Der Architekt schlug vor, an der Achse des Hofes einen Altar unter freiem Himmel zu errichten. Das sieht man hier. Und zwischen der Treppe zum Pantheon und dem Gebäude der ehemaligen Königskirchen war ein Kathedralenhof geplant, der über eine hohe Treppe zum Podium führten sollte. Das Podium wiederum sollte mit einer Terrasse im Osten versehen werden, die über den lang gestreckten einstöckigen Bau des Lapidariums an der Stelle der ehemaligen königlichen Stallungen liegen sollte. Also man sieht hier eben diese Bühne für nationale, staatlich relevante und religiöse Events. Die Erstellung des Konzepts fiel mit den wichtigsten archäologischen Funden von Szyszko-Bohusz auf dem Wawelhügel zusammen. 1918 wurden die nach seinem Entwurf rekonstruierten Überreste der vorromantischen Rotunde der Heiligen Helix und Audactus für die Besichtigung eingeweiht. Und diese Entdeckungen, die sehr
wichtig waren für die Erforschung der Geschichte des Wawel, wurden 1925 als separates archäologisches Reservat im Untergeschoss des Westflügels der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In der Zwischenkriegszeit setzte Adolf Szyszko-Bohusz auch die Arbeiten an der Renovierung der Burgmauern fort, indem er unter anderem die Loggia des Dänenturms und den Batorialhof rekonstruierte, beziehungsweise teilweise neu gestaltete. Man sieht hier diesen Teil des Pantheon-Konzepts und auch die Treppe. Hier gibt es andere Konservierungsarbeiten, geführt von Adolf Szyszko-Bohusz, vor allem die das Tor, Coat of Arms, wo er Arbeiten geführt hat, Renovierungsarbeiten, und wo seine Idee der Geldsammlung auch so sichtbar geworden war. Er hat Bürger, aber auch Firmen nach Geld gefragt. Es wurde dann spendiert und die Namen wurden dann verzeichnet auf den Wänden als Danksagung sozusagen und als Dankeschön. Also es war ziemlich schlau gedacht. Und er hat damit fortgesetzt, also auch das Innere im Schloss. Er hat den einen Raum, die Kuppel, umgewandelt und auch die sogenannte Royal Chamber, der Gang der Senatoren und das, was als Kuža Stopka bezeichnet wird. Und es gibt auch ziemlich moderne Gemälde da drin, was interessant ist. Also es funktioniert auch überraschenderweise irgendwie in dem Zusammenhang. Die Entwürfe, die Adolf Szyszko-Bohusz auf der Wawelburg realisierte, sorgten oft für Kontroversen. Und der Beitrag des Architekten zu den Studien über die Geschichte des königlichen Hügels war enorm und er war besonders erfolgreich bei der Leitung der Arbeiten und der Beschaffung von Mitteln, wie gesagt. Seine Arbeitsmethode an einem so entscheidenden Ort, die darin bestand, historische Teile flexibel zu behandeln und sie ziemlich frei mit modernen Elementen oder Kopien des Originals zu kombinieren, war weit entfernt von der damals vorherrschenden Denkmalschutzdoktrin, die nur die Erhaltung und angemessene Darstellung des Status quo postulierte. Die Königsgemächer, the Royal Chamber, sind zu einem großen Teil die Fantasie eines Künstlers, dem es überraschend gut gelungen ist, das Klima und die Stimmung einer Renaissance-Residenz wiederzugeben. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass Szyszko-Bohusz an der Gestaltung von Szenarien für wichtige Ereignisse beteiligt war, die auf dem Wawel stattfanden. Politische Treffen, patriotische Feier, Feiern, Staats- und Militärfeiern. Bühnenbilder und Drehbücher waren eine Erweiterung der konsequenten Strukturierung des Wawel-Mythos als ein lebendiges Zentrum der nationalen Kultur, das in die Geschichte eingetaucht ist. Und in diesem Sinne, wie ich gezeigt habe, fand die Idee von Wyspiański in der Arbeit von Szyszko-Bohusz ihre Fortsetzung auf eine bescheidene Art und Weise. Wenn man nach Parallelen sucht, hier sieht man die Decke, und die Wandgemälden. Hier sieht man auch die Konstruktion. Und das ist eine Betonkonstruktion, was interessant ist. Ein Foto, das bevor die Decke angebracht wurde, wurde das Foto gemacht. Also wenn man nach Parallelarbeit in der damaligen Zeit in Europa sucht, so ist der Entwurf des tschechischen Schlosses Hradčín vom slowenischen Architekten Jože Plečník, seinem Zeitgenossen, zu erwähnen.
Und Plečnik ließ sich eher von archaischen Formen und der minoischen Kultur inspirieren, während die Architektur und die Intervention von Šiško Bohuš sich auf eher auf die lokale historische Architektur und die Verwendung von Materialien wie Ziegel und Stein, aber in einer vereinfachten, modernen Art und Weise stützten. Jetzt würde ich gerne zu einem anderen Design rübergehen, einem anderen Entwurf von Šiško Bohuš, auch verbunden mit Piłsudski. Und zwar ist das der Denkmal der Freiheit, der gedacht war als der Sitz des Nationalmuseums in Krakau. Und das war in einer sehr signifikanten Location platziert, wie man sieht, unter diesem, Bogen. Sollte daran erinnern, an die Idee der Unabhängigkeit. Und die Idee des sogenannten Großkrakau wurde in der Zwischenkriegszeit umgesetzt, als im westlichen Teil der Stadt mit dem Bau der Hauptverkehrsader von Aleje Czech-Wierzchów begonnen wurde. Eine Achse, entlang der sich wichtigste öffentliche Gebäude befinden sollten. Und Ziel des Projekts war es, eine kleine, überbevölkerte Garnisonsstadt, die Krakau an der Schwelle des 20. Jahrhunderts war, in die Hauptstadt der südwestlichen Grenze, in das wissenschaftliche und industrielle Herz des Komitats zu verwandeln, des Landes zu verwandeln. Und Aleje sollte dieser Mittel zur Verwirklichung dieser Vision sein, als zentraler Raum der neu entworfenen Metropole. Eines der ersten Projekte, die für den Standort vorgestellt wurden, war dieses Konzept des Freiheitsdenkmals, das also der neue Sitz des Nationalmuseums in Krakau sein sollte und sollte den nationalen Mythos symbolisieren. Kunst und Erinnerung sollten Seite an Seite ihre neue Heimat genau an dem Ort finden, von wo aus die Legionen von Piłsudski im August 1914 ihren Marsch zur russischen Grenze begannen. Das Grundstück, das die Stadt für diesen Zweck zur Verfügung stellte, bestand aus zwei ungleichen Teilen, die in der Mitte durch die Verlängerung der Wolskastraße getrennt waren, später. In dem kleineren nördlichen Teil des Grundstücks wurde die längliche Form eines Verwaltungsgebäudes geplant. Und im größeren südlichen Teil sollten viel entsprechende Gebäude mit Museumsgalerien eingerichtet werden. Und beide Teile sollten mit ihren längeren Seiten den Raum des Platzes begrenzen, wo das dominierende Element platziert werden sollte. Auf der Seite von Aleje und sehr nah am Zentrum von Krakau. Und der Triumphbogen an der Stelle, an der die Soldaten der Kaderkompanie marschiert waren, auf der gleichen Achse wie das Denkmal von Kościuszko schloss symbolisch die Schlüsselereignisse der Geschichte der Nation zusammen und hob einerseits den Mythos der Legion und von Józef Piłsudski hervor, andererseits bestätigte er die Rolle Krakaus als Raum von besonderer Bedeutung in der Geschichte des polnischen Staates. Jetzt möchte ich gerne zu einem anderen Beispiel, einem sehr monumentalen Beispiel rübergehen, Beispiel für monumentale Architektur und sich auch sehr stark auf Neoklassizismus beziehend. Das war der Aufbau einer Postsparkasse, entworfen 1921. Wurde nämlich in diesem Jahr ein Wettbewerb für den Entwurf des Hauptsitzes der Postsparkasse in Krakau ausgeschrieben. Und das siegreiche Konzept von
Jan Sawicki und Roman Stadnicki dem Investor gefallen und er gab die Baupläne bei Adolf Szyszko-Bohusz in Auftrag. Das monumentale viergeschossige Gebäude verband die Funktion einer Bank und von Büros mit der eines von hier sieht man den Haupteingang zur Bank. Über dem Eingang sieht man große Fenster von den Bankoperationsräumen und auf den anderen Seiten des Gebäudes sieht man Projektionen, die Halbkolumnen, man sieht hier die Halbkolumnen, klassische Formen. Und hier sieht man das Dachgeschoss und die reiche plastische Dekoration, die den Fassaden des Gebäudes ihre Persönlichkeit verleihen. Imposante Innenräume verwenden klassische Formen und kostbare Ausbaumaterialien. Die monumentalen klassizistischen Formen des Gebäudes fallen in die Bewegung des akademischen Klassizismus der 1920er Jahre. Um jetzt weiter zu gehen, haben wir hier das Mausoleum von Josef Bem in Tarnów. Aber vielleicht komme ich dazu später. Also, das Mausoleum von Josef Bem in Tarnów, wieder eine sehr interessante Struktur, ein sehr interessanter Entwurf, wie man hier sieht auf dem Foto. Die Entstehung des Mausoleums, es wurde 1928 entworfen, 28 und 29 und gebaut. Das steht im Zusammenhang mit der Rückführung der Asche von General Josef Bem nach Polen. Und er war ein Nationalheld Polens, der in Tarnów geboren wurde und später zum Nationalhelden Polens und auch Ungarns und der Türkei wurde. Sein Mausoleum wurde auf einer Insel inmitten eines künstlichen Teichs auf dem Gelände der Gärten der Schützenvereinigung in Tarnów errichtet. Es war so extravagant, dass es nicht möglich war, Bem auf einem katholischen Friedhof zu begraben, da der General während seines Dienstes in der Türkei zum Islam konvertierte. Ich würde also sagen, dass Adolf Szyszko-Bohusz sehr schlau war bei dieser sehr schwierigen Aufgabe. Er entwarf das Mausoleum in Form von 6 Paaren zusammengesetzter Säulen, die auf eine 2-stufige Stahlbetonplatte gestellt wurden. Und die Säulen tragen einen rechteckigen Sarkophag, der erhöht ist und sich optisch als hoher Dachboden präsentiert. Die Seiten des Sarkophags waren mit Inschriften und der Schriftart Antiqua in polnischer, ungarischer und türkischer Sprache verziert. Und Daten, die wichtig waren, stehen hier ebenfalls. Und man hat hier auf dem Sockel Kugeln angebracht, die mit Metallketten verbunden waren. Diese waren höchstwahrscheinlich dazu bestimmt, Kanonenkugeln zu ähneln. Eine Erinnerung daran, dass die Alliierte die militärische Formation des Generals war. Dass die Artillerie, Entschuldigung, die militärische Formation des Generals war. Die monumentalen neoklassizistischen Formen des Mausoleums gehörten zur Bewegung des akademischen Klassizismus der 20er Jahre. Hier gab es Zeremonien und auch ein etwas seltsames Design. Bems Beerdigung war ein wichtiges Ereignis, aber noch wichtiger war die Beerdigung oder besser gesagt die Überreste von die
die Beisetzung der Überreste von Juliusz Słowacki, dem berühmten Dichter der Romantik, zurückzubringen. Ich komme dazu noch etwas später. Słowackis Begräbnis, Staatsbegräbnis oder Staatsbeisetzung, das war ein sehr wichtiges staatliches Ereignis, das von Józef Piłsudski organisiert wurde. Und aus Paris wurde der Sarg in einer Kutsche nach L'Église de la Madeleine transportiert in Paris und ist es dann nach Gdynia mit einem Schiff gebracht worden. Und dann segelte sein Sarg die Weichsel hinunter nach Warschau, wo er auf einer von 8 Pferden gezogenen Kutsche zur Kathedrale der Stadt gebracht wurde. Dann ging es mit dem Zug nach Krakau. Also dieses, sagen wir mal, traurige Nationaltheater war mehr als ein aufwendiges Ritual. Es gab eine Rede von Piłsudski und in seiner Rede meinte er: Meine Herren, im Namen der polnischen Regierung bitte ich Sie, den Sarg von Juliusz Słowacki in die königliche Krypta zu tragen, denn er war der Ebenbürtige der Könige. Also dieser Friedhof von Regierenden sollte jetzt auch für Schriftsteller und andere Nationalhelden offen sein. Und die Hauptaufgabe von Szyszko Bohusz bei diesem nationalen Ereignis bestand darin, die Krypta umzubauen, so dass sie den von ihm entworfenen Sarkophag aufnimmt, um ihn mit Mickiewicz-Krypta zu verbinden. Und Słowacki wurde in einem massiven Block aus schwarzem Krzeszowice-Marmor mit einem Kreuz auf der Spitze und einem silbernen Lorbeer zu Grabe getragen. Das sieht man hier. Jetzt würde ich gerne zurückkehren zu der Struktur. Das ist das Schloss in Wisła und das ist wahrscheinlich das seltsamste oder das überraschendste Gebäude in der Karriere von Adolf Szyszko Bohusz. Das ist auf eine Art, und wie manche Wissenschaftler es auch bezeichnet haben, ein modernes Schloss, also etwas Widersprüchliches. Das Schloss des Präsidenten der Polnischen Republik in Wisła wurde zwischen 1929 und 1931 als Geschenk der autonomen Region Schlesien an das Oberhaupt des wiederbelebten polnischen Staates errichtet. Die Sommerresidenz befand sich auf dem Gelände eines ehemaligen habsburgischen Jagdschlosses in der Nähe der Wasserscheide der Czarna Wisełka und Biała Wisełka, also der Quelle der des Flusses Wisła, der nationale Bedeutung hatte. Die Pläne für dieses große Gebäude wurden von den regionalen Behörden bei Adolf Szyszko Bohusz in Auftrag gegeben. Und das Schlossgebäude ist eins mit Ziegelstein gefüllte, Stahlbetonkonstruktion und die Fassaden sind mit dem örtlichen grauen Sandstein verkleidet. Das längliche Gebäude, das sich zum Hang neigt, wurde aus mehreren Blöcken unterschiedlicher Höhe zusammengesetzt. Den unteren zweigeschossigen Mittelteil schließen sich auf beiden Seiten höhere Vorsprünge an. Von der Straße aus gesehen scheint die massive Form der Burg aus dem Hügel herauszuwachsen zu sein und mittelalterliche Festungen nachzuahmen. Ein hoher Turm mit einem Fahnenmast und einem vorspringenden Polydier, der eine der Projektionen verstärken, diesen Eindruck. Die in der Mitte platzierten
Reliefe geben das Gefühl der Symmetrie des Entwurfes. Das ist also eine ziemlich abstrakte Form, aber hier nochmal Shishko Bahosh hat sein Design umgesetzt. Das ist ein ziemlich bekanntes Phänomen in seinen Projekten. Was sehr wichtig hier ist, ist moderne und mittelalterliche Traditionen, die sich in einem Gebäude treffen. Wir haben also die historische Bedeutung, die Bezüge an die erste polnische Dynastie, die Piast-Dynastie, die modernen Entwürfen, Auslegungen von Terrassen, Entwässerungssystemen und so weiter gestellt werden oder als Opposition dazu gestellt werden. Hier sieht man den Plan, den Entwurf des Schlosses, und mobile und transparente Partitionen haben diese Räume aufgeteilt. Auch Shishko Bahosh lud Künstler einer jüngeren Generation ein, das Konzept der Innenarchitektur zu entwerfen, Vertreter der Avantgarde. Und das sieht man hier in diesen Entwürfen vom Essraum und der Veranda. Der radikale Charakter ihrer Arbeit erwies sich als kontrovers und lud zur Kritik von Seiten der mit der Krakauer Schule verbundenen meinungsbildenden Künstlern ein. Infolgedessen wurde der moderne Ausdruck des Schlosses durch die Einführung expressionistischer von Edmund Bartłomiejczyk entworfener Kronleuchter und stilisierter Volksteppiche aufgeweicht aus der Werkstatt von Wanda Grotowa. Das ursprüngliche Erscheinungsbild der beiden Gebäude überdauerte nur wenige Jahre nach ihrer Fertigstellung. Hier sieht man mehr von den Innenräumen, von der Teilung der Räume. Und dieser veränderte Design, den man hier sehen kann, hier sieht man die moderne, das moderne Flachdach und hier den anderen Konzept umgesetzt. Also eine fehlerhafte Auslegung von Terrassen, Entwässerungssystemen führte zu wiederholten Problemen mit undichten Dächern. Und die Veränderung, also noch vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, entschied man sich, die Form dieser Dächer zu ändern und sie mit Kupferblech abzudecken. Und das ist interessant, denn Shishko Bahosh wollte diese modernen Elemente darin haben, offenbar. Aber die Tatsache, dass das Schloss in den Bergen platziert war, bedeutete, dass man mit ziemlich viel Schnee zu kämpfen hatte. Und hier möchte ich gerne etwas von dem Flachdach erzählen, das Rainier de Graaf sagt, dass es ein modernes Problem ist. Ein bekannter Architekt, der mit Rem Koolhaas an RIM Studio arbeitet. Er hat das Buch geschrieben, 4 Wände und ein Dach. Und er schreibt, das Geheimnis der modernen Architektur ist, dass sie endet nie. Und als das Flachdach ist eine technologische Regression, das steht natürlich in der Opposition zu Vorsprung, und ästhetische Ideale, die der Funktionalität im Wege stehen, symbolisieren Fortschritt, sind aber
kein Fortschritt. Und das sieht man auch in anderen modernen Entwürfen von Flachdächern. Und hier schuf Žižko Bochuš bei der Vorbereitung der Entwürfe für die Residenz des Präsidenten ein architektonisches Oxymoron. Das heißt, er spielte mit der Geschichte. Einerseits spielte er mit dieser Geschichte und den Mythen und der Entstehung der polnischen Nation, mit der Weichsel und dem Erbe der Piasten-Dynastie. Und auf der anderen Seite war es eben die Idee der Modernität, der Moderne. Das Schloss war ein Geschenk für Mościcki, den Präsidenten der Polnischen Republik. Es ging auch um neue neue Möglichkeiten, Raum zu definieren. Und was wichtig für Žižko Bochuš war und für seine Generation auch und von Plečnik war, ein gewisses Gefühl der historischen Kontinuität. Žižko Bochuš teilte nicht den klassischen avantgardistischen Bruch mit der Vergangenheit, der sich oft als Bruch manifestierte. Also er ist auf der Seite der Verwurzelung der Projekte in der Vergangenheit. Und hier ein Zitat von Crowley: Selbst die modernsten seiner Werke haben eine Art tiefe Ader des Antiquarismus, ein Gefühl klassischer Ordnung durchzieht sie. Und als ein anderes Beispiel würde ich gerne einen Entwurf für Józef Piłsudski, Haus für Leibeserziehung, parlamentarische Ausbildung in Ole Andre und besonders nach dem Coup d'État war er sehr gefeiert und wurde zu einem Objekt eines persönlichen Kultes. Und es ging um die Location Ole Andre. Das wo die Legionen losgegangen sind 1931, 1934. Und man hat sich entschieden, hier dieses Bildungs- und Kulturzentrum der Stadt zu entwerfen. Und das nach natürlich Józef Piłsudski benannt wurde zu einem, würde den Mythos von Krakau als heiliger Ort der Polen weiter verstärken. Žižko Bochuš war selber in den Legionen, diente selbst in den Legionen und war daher in Verbindung zu den Legionären von Piłsudski. Und er hat zuerst ein Konzept, den Bau eines monumentalen funktionalistischen Gebäudes. Das war sein Vorschlag. Und wenn wir, das sehen wir hier, wenn man sich das aber hier anschaut, den abstrakteren, moderneren Entwurf, das war ja das, was hätte realisiert werden können. Man sieht die Symmetrie und vielleicht auch gewisse Beziehungen zu, weiß ich nicht, zu Pergamon aus Berlin, was damals auch präsentiert wurde. Also es sollten zwei identische Flügel sein, verbunden miteinander. Man sieht hier leichte Kolumnade von der anderen Seite und das Gebäude. Und nochmal die Aufteilung der Flügel. Hier ging es um
die um den Jahrestag 6. August 1934, als die Legionen losmarschierten. Und das ist ziemlich interessant, wenn man sich Gedanken darüber macht, dass die Moderne der Strukturen, daraus entstehen, dass das Gebäude nicht komplett, nicht fertig hergestellt wurde. Man sieht Flachdächer, man sieht große Fenster, große Glaselemente. Also das ist der Bezug zu dem Titel dieser Serie, Häuser aus Glas. Jetzt würde ich gerne zum Königlichen Schloss in Warschau gerne rübergehen, ganz kurz, da wir, glaube ich, jetzt nur noch ganz wenig Zeit haben. Das ist die Intervention von Shishko Bohus, der wieder gefragt wurde, eine Restrukturierung, Umgestaltung der Schlossanlage, wurde gebeten, sie zu vorzuschlagen, sie zu konkretisieren. Und er war auch verantwortlich für die für den Design der Gärten. Das wurde nicht zuerst nicht durchgeführt, erst neulich. Hier sieht man noch ein Projekt in Warschau, sehr wichtig, ein großer Wettbewerb für 1941. Das war der Wettbewerb für den Tempel der göttlichen Vorsehung in Warschau. 1931, riesiges Gebäude, riesige Struktur. Es gab also ein offenes Wettbewerb für den Entwurf, aber die Resultate, die Ergebnisse haben den Organisatoren nicht gefallen. Und das war in Mokotów. Es sollte eine Kirche für 5000 Gläubige gebaut werden. Und geplant war das als so eine zeremoniale Kirche und gedacht für wichtige religiöse Events. Keiner der Konzepte hat der Jury gefallen und man hat einen neuen Wettbewerb ausgeschrieben und dieser Design hat den Platz 2 bekommen. Und was er entworfen hat, war er wollte eine Arterie in der Mitte zu platzieren, unter der Kirchenebene, also nochmal eine sehr moderne Idee. Und dann 8 Meter über dem Boden sollten die kleinen Kuppeln platziert werden. Und es sollen große Gottesdienste dort natürlich abgehalten werden. Und Shishko Bohus hat hier seine Interpretation von gotischen Formen präsentiert. Dieses Mal direkt von der masowischen Architektur des 14. Jahrhunderts verwurzelt. Und gab es 12 Pilare, das sieht man hier auf dem Plan. Das wurde nie realisiert. Es gab noch einen Wettbewerb nach der Transformation 1990 und es gab schon wieder einen Skandal. Es wurde dieser Tempel wurde erst vor nicht allzu langer Zeit gebaut und es gab große Kontroversen. Das ist noch ein kurzes Addendum. Hier möchte ich die Villa von Shishko Bohus in Przegorzałe zeigen, platziert oben am Fluss Weichsel. Und man sieht,
dass der Design hier einem Schloss erinnert. Das heißt, es waren schon sehr, sehr wichtige Einflüsse und Bedürfnisse in seiner Architektur. Diese klassizistischen Elemente. Und jetzt möchte ich gerne ein bisschen was von der Kanopie sprechen. Hier links sieht man, das ist Eingang neben der Kathedrale. Und hier würde das war die Beerdigung von Suhovatsky und hier sieht man die Beerdigung, also Fotos von die Beerdigung von Josef Piłsudski. Das war ein sehr wichtiges Ereignis. Er wurde einbalsamiert und mit seinem Säbel und anderen zeremoniellen Rangsymbolen in einem gläsernen Sank zur Schau gestellt worden, wie ein Sleeping Beauty. Und man sieht hier wieder ein sehr zeremoniales Event. Und ursprünglich wurde sein Sarg in der Krypta des heiligen Leonard neben den Gräbern von König Jan III. Sobieski und Kościuszko aufgestellt. Dies konnte keine dauerhafte Vereinbarung sein. Für Bischof Sapieha war das äußerst problematisch und er war schon im Konflikt mit dem Staat. Und es gab auch andere Probleme. Der Leichnam des Marschalls war nicht gut erhalten. Die Fahrt von Warschau nach Wawel hatte den luftdichten Verschluss des glasernen Sarges beschädigt. In der Folge begann der Leichnam von Piłsudski zu verfallen. Der Sarg wurde durch einen anderen vom Bildhauer Jan Stypkowski entworfenen Sarg ersetzt, aber der Körper verfiel weiter. Und es gab eine Lösung, auf die sich alle Parteien einigten. Das war die Erweiterung der romantischen Krypta unter dem Turm der Silberglocken. Das war für die Kirche akzeptabel. Szyszko Bochusz schlug mehrere Versionen des Eingangs zur Krypta der Kathedrale vor. Zu seinen früheren Entwürfen gehörte ein Eingang in Form eines gotischen Tempels. Das sieht man hier mit einer Husarenfigur zu Pferd. Es gibt auch eine Neorenaissance-Version, die den Königsgräbern in der Katharinenkrypta sehr ähnlich ist. Und aber der Eingang, fertiggestellt 1937, ist weniger theatralisch und von bescheidener Größe. Er weist Elemente auf, die der klassischen Tradition angehören. Das sieht man hier auf dem Foto, ein wunderschönes Foto. Korinthische Säulen, Balustraden, sowie eine lateinische Inschrift Corpora dormiunt, vigilant anime. Das bedeutet, die Körper schlafen, aber die Seelen sind wachsam. Wie man sieht, die Säulen scheinen ihre konventionelle Tragfunktion nicht zu erfüllen. Das sind so kaum sichtbare Pfosten. Deswegen ist es vielleicht etwas, was von den Säulen im Wawelhof übernommen wurde, wo ähnliche Elemente auf den Kapiteln der Säulen angebracht wurden. Und man hat das Gefühl, dass die Säulen über den Boden schweben. Hier sieht man noch Fotos von der Beisetzung und ein anderes Blick auf das Baldachim von der anderen Seite. Und was wir gemacht haben für Impossible Objects, für die Ausstellung, die Installation in Venedig, wir haben diese stützende Elemente entfernt und die Idee stammte von Meinarowski, von dem Autoren, mit dem wir an dem Projekt zusammengearbeitet haben
um eben eine gewisse Lücke zu kreieren, eine starke Lücke zwischen der historischen Form und der, sagen wir mal, moderne, der modernen Idee des Entwurfs. Und es ist sehr interessant, woraus es besteht. Also, wie David Crowley gesagt hat, haben wir hier Überbleibsel von den drei Imperien, die Polen aufgeteilt haben. Hier sieht man Granitplatten von Otto von Bismarck aus Posen, die Nefret-Säulen aus Alexander Nevsky-Kathedrale in Warschau, das ist symbolisiert also die russische Besatzung, und die Balustraden und die das sind die, das symbolisiert die österreichischen Waffen, also Symbolik ist sehr stark hier in diesem Entwurf. Und wie David Crowley sagte, diese Materialien wurden entfremdet, zweckentfremdet nochmal benutzt. Also was der Baldachin bedeutete in Zeiten, in denen er gebaut wurde, das war eine, ein Dialog über die Kondition der Architektur und es ging um gleichzeitig hat er dazu beigetragen, den Mythos des Führers weiter fortzusetzen. Und das von ihm vorgeschlagene Symbol war für die Menschen seiner Zeit leicht verständlich. Im Frühjahr 1937 gab die Kommission eine Stellungnahme zum Entwurf der Rekonstruktion der Krypta zur Aufnahme des Grabes von Piłsudski ab und schrieb, Architektur und Material des Überbaus sollten von der Kapelle getrennt behandelt werden, ohne moderne Formen auszuschließen. Und eine solche moderne Form wurde bei der Krönung des Baldachins verwendet. Eine einfache Platte mit einer Inschrift in römischer Schrift. Corpora dormi und wachsame Anime. Und Quellen deuten darauf hin, dass Šiško Bohuš selbst der Autor dieses Textes war. Der Architekt vereinfachte die Form des Entwurfs im Vergleich zu seinen früheren neugotischen oder neorenaissanceartigen Vorschlägen, doch seine Essenz findet sich nach wie vor in der eingravierten Botschaft. Das ist ein Text im Geiste des Vorabends der Vorväter von Mickiewicz, der an einen wichtigen Topos in der polnischen Kultur appelliert, die Anwesenheit der Vorväter und ihr tatsächliches Engagement und Einfluss für die Schaffung und Bewahrung der Identität. Und eigentlich sind hier noch weitere Texte am Werk. Der erste über den Geist, der Wache hält, dient als Brücke zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, obwohl er durch die Spaltung in der Konstruktion eine Spaltung in der Logik des Objekts darstellt. Der andere Text findet sich in der Beschreibung der Herkunft der Teile des Baldachins, das sogenannte Diagramm von Šiško Bohuš, wie Jakub Wojnarowski, der Autor der Drucke im polnischen Pavillon, die Struktur bezeichnete. Und was Wojnarowski meinte, ist, dass wir wissen müssen, was, woher diese Elemente stammen. Wir brauchen also die Quelle, wir brauchen den ursprünglichen Text, um diese Struktur richtig zu verstehen. Und diese Struktur an sich ist ziemlich modern, aber es gab zahlreiche symbolische Zusammenhänge und Piłsudski war wieder
der Ebenbürtige der Könige. Und der Marschall verwendete den Begriff in Anlehnung an den Dichter Juliusz Słowacki, dessen Asche er ein Jahrzehnt zuvor auf den Wawel gebracht hatte. Die Botschaft wird durch die königliche Symbolik des Mausoleums versteckt, neben dem Baldachin in der Mitte des Talas. In der Mitte der Struktur befindet sich ein Bild der Sonne, umgeben von Schilden und Wappen, und der kupferne Riegel an der Treppe hat die Form eines Löwen, ein offensichtliches Symbol für Mut und Macht. Die Tatsache, das ist sehr interessant, dass Szyszko Bocho sein eigenes Wappen in das Schild des Feldherrn integriert hat, ist sehr bezeichnend für die sehr komplexen Beziehungen zwischen Architektur und Politik, zwischen dem Ego des Architekten und seiner Unterwürfigkeit. Sein Wunsch, seiner selbst zu gedenken und sich zu verewigen, hätte sogar dazu führen können, dass er seine eigene Position gefährdet hätte. Das Hauptkomitee zum Gedenken an Marschall Józef Piłsudski reichte einen offiziellen Antrag ein, den Architekten nach der illegalen Überführung der sterblichen Überreste von Piłsudski aus der Krypta St. Leonard in die von Szyszko Bocuth vorbereitete Krypta auf dem Wawel von der Position des Chefkonservators zu entfernen. Das heißt, er hat hier gegen den Willen der staatlichen Mächte agiert. Also interessante Situation. Also sind Strukturen, die sich mit einer Beziehung zwischen Erinnerung und dem nationalen Gedächtnis beschäftigen. Also die unmögliche Objekte als Reaktion auf die Frage nach der Absorption der Moderne, die das Motto der Internationalen Architekturausstellung 2014 ist, haben wir beschlossen, im polnischen Pavillon einen Baldachin zu rekonstruieren, der aus der Krypta mit dem Sarkophag von Marschall Józef Piłsudski bekannt ist, wo er den Eingang zur Grabkammer der Königlichen Kathedrale auf dem Wawel überblickt. Und das Modell wurde im Maßstab 1:1 präsentiert und unterscheidet sich vom Original durch die Betonung des manieristischen und astrukturellen Konzepts seines Architekten und durch den Wechsel von Farbe von Schwarz ins Weiße. Man sieht also die Veränderungen hier, die Abweichungen, wie die Farbe verändert, wie gesagt. Losgelöst von den Säulen scheint die Platte des Baldachins in der Luft zu schweben, wodurch eine halluzinogene, unmögliche Figur entsteht. Das war sehr symbolisch für uns. Das stand für die Unmöglichkeit, die mit Modernität verbunden ist. Die Konstruktion des monolithischen Staates im Falle Polens und auch das Projekt, das moderne Projekt und das Monumentale. Die Struktur, die einer nationalen Erinnerung dienen soll, das fanden wir widersprüchlich. Hier kommen wir zu den Inspirationen, die wir von Jan Sowa hatten, der das Buch Phantom, der Körper des Königs, geschrieben hat. Und es ging in dem Buch um die polnischen Schwierigkeiten mit der Form. Und er meinte, wir haben den richtigen Körper des Königs behalten, aber den symbolischen Körper der demokratischen Macht nicht. Deswegen haben wir ein gestörtes Verhältnis zur architektonischen Form. Wir sehen also diesen Entwurf als Symbol eines konstanten Kampfes, wie Kuba Wojnarowski hier gezeigt hat, zwischen dem Tod und dem Leben, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Und natürlich zeigt das auch ziemlich viel von polnischer Kultur und den Widersprüchen, die darin verankert sind. Wir haben immer noch ziemlich stark vertretenen Kult der verstorbenen Helden und die konstante Verbindung oder
Konnotationen von Feierlichkeiten. Wir feiern 1944, Jahrestag des Warschauer Aufstands. Und aber dann hatten wir die riesige Katastrophe von Smolensk, wo polnische, wichtige polnische Politiker gestorben sind, umgekommen sind in einer Flugzeugkatastrophe, in einem Flugzeugunfall. Hier sieht man wieder die Beerdigung von dem Ehepaar Kaczyński, Lech und Maria, das auch in dem Fall für viele Kontroversen sorgte. Sie wurden auch auf Wawel beigesetzt, nahe der Krypta von Piłsudski. Und das Wawel-Schloss wurde also bis zu dieser Katastrophe nicht wirklich sichtbar in der nationalen Nomenklatur, erst nach dieser Beerdigung. Wir haben 2014 daran gearbeitet und das war auch das Jahr, als die konservative Partei die Macht übernommen hat in Polen und nach der Katastrophe in Smolensk wurde der verstorbene Präsident Lech Kaczyński auch zu einem toten Helden erklärt und zu einem toten Sohn. Das haben wir auch in unserer Arbeit verwendet, diese Symbolik. Das heißt, wir kreieren hier diverse ideologische Narrationen, zum Beispiel, wenn wir uns auf die Zwischenkriegsperiode beziehen, kreieren wir die Narration, dass wir schon immer modern waren. Wir zeigen Gdynia und die fantastische Architektur dort. Aber eigentlich scheint es, dass die polnische Moderne schon immer freundlich war. Und auf eine Art und Weise, wenn wir zurückkehren zu diesen sehr symbolisch trächtigen Strukturen und wir schauen uns sie erneut und dann nochmal, dann denke ich, dass wir eine Art Kreuzung kreieren und versuchen, die Traumata zu uns den Traumata zu ernähren, zu nähern, oder wir wiederholen die Rituale. Das ist unklar. In der Arbeit von Wojnarowski sieht man, dass es hier eine Ausstellung, die Szyszko Bohusz gewidmet ist, und wir haben hier die Struktur aus Ole Andre und Kuba hat das etwas wie Castrum Doloris umgewandelt. Also zu einer ritualisierten Beerdigungskultur. Hier sind also manche von den Schlüsselbezeichnungen, die moderne Form. Wir haben die Frage des politischen Körpers und einer gewissen Unmöglichkeit, die mit dem politischen Körper zusammenhängt. Jerzy Giedroyc meinte Anfang der 90er Jahre, dass Polen immer noch von zwei Sagen dominiert wird, von dem Sarg von Piłsudski und Roman Dmowski, dem Nationalisten aus der Zwischenkriegsperiode. Das scheint immer noch gültig zu sein, dieser Satz, obwohl wir das oft verneinen. Wir haben also den politischen Körper, the political body. Und jetzt sind wir wieder in einer sehr schwierigen Situation. Wenn man sich die Position des Leaders, des Führers anschaut, der zwar auf der Spitze des Staates steht, aber nicht regiert. Dann haben wir Tod, Tradition, Erinnerung, Mythos und nationale Mythologie. Und auf eine Art und Weise haben wir auch etwas, was sich in einem Kreis wiederholt, also so ein Teufelskreis auf eine Art und Weise, etwas, was mit unseren Erwartungen und Erfahrungen zusammenhängt. Und hier sind ein paar Bilder, mit denen ich gerne abschließen möchte. Das ist Jacek Malczewskis Teufelskreis.
eine sehr melancholische Darstellung aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist etwas sehr Modernes, sehr zeitgenössisches Jan Klatters Visualisierung von Veselle, Hochzeit, einem Dramastück von Stanisław Wyspiański. Die Idee eines Teufelskreises wird hier wiederholt. Dann haben wir Contemporary Modernist Monument von Jakub Wojnarowski, wo die Installation eines unmöglichen Objekts dargestellt wird. Das wurde für CCTV entworfen in China, also eine Art Überwachung. Und also die Form dieses Monuments bezieht sich auf diese Überwachungskultur, also ein sehr ironischer Konzept der Moderne. Und hier wieder dieser unmögliche Objekt, der Teil des Designs in Venedig war von uns. Und die Endfrage ist, wenn man sich Shishko Bochuschs Arbeiten anschaut, die so einen wahnsinnigen Reichtum darstellen und aber sehr in der Vergangenheit verwurzelt sind und der versucht hat, in seinen Entwürfen eine etwas unkonventionelle Botschaft zu vermitteln, der mit Ironie gearbeitet hat. Und wenn man jetzt auf ironische Weise seine Werke verarbeitet, ist das etwas, was die Tradition unterbrechen kann, was ein Bruch bedeuten könnte, oder wiederholt man die Motive? Das ist meine finale Frage, die ich stellen möchte. Und jetzt würde ich gerne an Małgorzata übergeben. Vielen Dank, Dorota, für diese interessante Darstellung des so facettenreichen Lebens und Werks von Adam Szyszko Bochusz. Das ist wirklich, und vielen Dank auch für die Bezüge zur heutigen Rezeption und Perzeption von seinem Schaffen und auch für deine Anmerkungen zu eurem Projekt in Venedig. Ich sehe schon, dass wir schon eine Frage haben. Die Frage ist auf Englisch, deshalb ich schalte jetzt ins Englisch um und ich würde unsere Übersetzerin bitten, die Frage ins Deutsche zu übersetzen. The question, also die Frage von Herrn Bartłomiej Poteralski. Hallo, vielen Dank für die tolle Vorlesung. Welche Bücher könnten Sie empfehlen, Bücher über Szyszko Bochusz, wo man sich auch die Zeichnungen von ihm anschauen könnte, auch Zeichnungen von Projekten, die nicht durchgeführt wurden? Es gibt eine Monographie zu Szyszko Bochusz. Die Frage ist etwas schwierig. Es gibt in den Nationalarchiven in Krakau gibt es ganz vieles zu Szyszko Bochusz. Das ist da, wo wir unsere Recherche betreiben, wenn wir zu ihm arbeiten. Das ist ziemlich unglaublich, also wie reich dieses Archiv dort ist. Und bei manchen von den Entwürfen, es gibt einen Katalog der Biennale, der online erhältlich ist. Das kann man, wie gesagt, im Internet finden, über die Seite der Nationalgalerie Sahenta. Es gibt auch einen Teil von den Zeichnungen, kann man auf dem Wawelschloss finden, in den Archiven dort. Was ich für das Baldahin benutzt habe, die Zeichnungen, die hatte ich von dort. Also, was die Entwürfe, die nicht realisiert wurden, ist diese Monographie von Wiśniewski erschienen an unserem Institut oder veröffentlicht von unserem Institut. Es gibt auch Michał Pszczółkowskis Bücher, den Hauptarchitekten der Zweiten Republik. Also da lohnt sich bestimmt auch zu gucken.
Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Also ich glaube, an dieser Stelle würden wir schon unseren heutigen Vortrag, unsere letzte Veranstaltung von der Sommerpause enden. Ich bedanke mich sehr herzlich, Dorota, für deinen Vortrag. Es gibt noch eine Frage. Entschuldigung, es gibt noch eine Frage von Sabrina Kirschner. Und die Frage lautet, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe eine Frage zum monumentalen Gestalten. Und ich glaube, wir warten noch auf die Fortsetzung. For the rest of the day. Ja. Inwiefern spiegelt die Eigenheiten der nationalen Identität und trägt, es kommt noch die Fortsetzung. I would like to have it all together if possible. Yes. Could you please? Ich warte noch auf die Ende der Frage, auf das Ende der Frage, weil die Frage noch nicht vollständig ist. Okay. Anscheinend die Internetverbindung an einigen Stellen nicht so schnell ist. Na gut, dann ich würde vorschlagen, liebe Sabrina, weil wir uns kennen, vielleicht könntest du mir die Frage per E-Mail schicken und ich werde die Frage dann weiter an Dorota leiten. Und weil die Fortsetzung der Frage ist immer noch nicht da, deshalb ich schlage vor, dass beenden wir schon den Vortrag und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für den Vortrag. Vielen Dank an unser Publikum fürs Zuschauen, Zuhören und schönen Sommer und hoffentlich wir sehen uns bald nach dem Sommer, im Herbst sehen wir uns wieder. Tschüss und schönen Abend noch.